Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch vor kurzem die künstliche Intelligenz DALL-E vorgestellt. Wir können das auch gerne mal öffnen hier. Ein AI-System that can create realistic images and art from a description in natural language. Also auf Deutsch. Eine künstliche Intelligenz, die aufgrund von einer Anforderung in Worten ein künstliches, realistisches Bild erzeugt, so sagen die Macher. Und ihr seht hier im Hintergrund auch ganz viele Beispiele. Ich habe euch das im letzten Video vorgestellt, ziemlich interessante Sache. Und das Ganze ist eben von der Firma oder von dem Projekt OpenAI. Das wird unter anderem von Microsoft finanziert und auch von Elon Musk. Und neben DALL-E 2 gibt es eben auch noch die Chat-Anwendung von OpenAI und wenn wir die ausprobieren wollen, dann müssen wir uns ein Konto erstellen, zum Beispiel mit Hilfe eines Google-Kontos, und wir können aber auch einfach per E-Mail ein Konto erstellen, müssen uns dann einloggen in unser Konto, und wenn wir es dann geschafft haben, die Webseite ist über die Adresse chat.openai.com zu erreichen, wenn wir es dann geschafft haben, finden wir uns hier im Hauptmenü wieder sozusagen, und einstellen kann man hier gar nichts. Man kann den Chatbot, um den es sich hier handelt, einfach nur ausprobieren. Und wir haben hier auch ein paar Examples, die können wir vielleicht später nochmal probieren, und ein paar Beschreibungen und Erklärungen, und überraschenderweise funktioniert das Ganze hier auch auf Deutsch, und ich möchte heute einfach mal ausprobieren, was man mit dem Chatbot hier alles so anstellen kann. Also das Ganze funktioniert auch auf Deutsch, und ich probiere das jetzt einfach hier mal aus mit einer allgemeinen Anfrage. Wie ist das Wetter in Berlin? Wird automatisch korrigiert, hoffe ich. Mal schauen, ob er es versteht. Der Chatbot denkt jetzt einen Moment. Der Chatbot kann mir leider nicht sagen, wie das Wetter in Berlin ist, da keine aktuellen Wetterdaten vorliegen. Und im Internet browsen kann er auch nicht. Also ich soll eine Wetter-App oder eine Wetter-Webseite verwenden, um das aktuelle Wetter in Berlin zu überprüfen. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. Schade. Eine andere Anfrage. Der Bodensee ist ein großer See in Europa, der sich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz erstreckt. Er hat eine Fläche von etwa 536 Quadratkilometern und ist damit der drittgrößte See in Deutschland. Der Bodensee ist etwa 63 Kilometer lang und 14 Kilometer breit und hat eine maximale Tiefe von 251 Meter. Ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt, die sich für die schöne Landschaft, das milde Klima und die vielfältigen Freizeitaktivitäten am See begeistern. So, also mit dieser Aussage kann ich dann doch was anfangen. Mal ausprobieren, wie es um aktuelle oder nicht mehr aktuelle Politiker steht. Wie alt ist Angela Merkel? Also, wir sehen schon, das ist ein Bot, dem kann man allgemeine Anfragen stellen. Hier bekommen wir einige Informationen, wann Angela Merkel geboren wurde und dass im Jahr 2022 das 68. Lebensjahr vollenden wird. Demokratische Union und so weiter. Ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Wir können es mal noch mit einer Matheaufgabe probieren. Ah ja, die Berechnungen sind bekannt, also das funktioniert hier schon besser wie bei manchen Taschenrechner. Also wunderbar, vielen Dank, Punkt vor Strich, das funktioniert auch. Womöglich kann die KI sogar Hausaufgaben lösen, das weiß ich nicht, das müsste man mal noch ausprobieren. Ja, was wirklich beeindruckend ist an dem Chatbot, ist, dass er zum Beispiel auch Texte aus dem Stegreif formulieren kann. Das probiere ich mal aus mit meiner eigenen Webseite. Oh, ich habe mich verschrieben. Eine Online-Plattform, die Benutzern eine Vielzahl von Diensten und Tools zur Verfügung stellt, um ihre Online-Präsenz zu verbessern und ihren Erfolg im Internet zu steigern. Ja, wenn der Chatbot das meint, aber ihr seht, das ist immerhin ein schöner Text mit um die 70 Wörtern, den ich so jetzt auch ins Internet stellen kann, könnte. Also durchaus beeindruckend.
Wow. Ich glaube, dichten kann das Ganze auch. Schreibe ein Gedicht zu Weihnachten. Ah ja, es war kein Gedicht, es reimt sich zwar nicht, aber ja, immerhin. Schreibe einen Die Ärzte Text. Naja, das ist jetzt vielleicht etwas zu absurd. Ein Song namens Schunder. Ich bin der King of Punkrock, ich bin der Boss der Szene, ich bin der Herrscher über alle, ich bin der Schundermann. Ich spiele Gitarre wie ein Irrer, ich singe wie ein wilder Stier, ich bin der Star des Abends, ich bin der Schunderheld. Ist zwar völliger Blödsinn, hat auch nichts mit die Ärzte zu tun, aber okay. Immerhin schreibt er uns hier einen Song. Der Schunderboss. Das gefällt mir gut. Der hört auch gar nicht mehr auf damit. Also, interessantes Projekt. Vor kurzem habe ich in den Nachrichten gelesen, dass ein 14-Jähriger, wenn ich mich recht entsinne, ein ganzes Adventure hat schreiben lassen von der KI. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Vielleicht nicht perfekt grammatikalisch, macht aber nichts. Ja, ist jetzt zwar kein Adventure, aber wir können die Anfrage ja nochmal wiederholen. Also das ist sehr beeindruckend. Am besten probiert ihr das hier einfach selber mal aus, wenn euch das interessiert. Ich wollte da selber einfach mal ein bisschen rumprobieren mit. Ich glaube, ich lasse den Tab hier auch mal angepinnt und werde den Chatbot testweise ab und zu konsultieren. Der Bot erzählt jetzt hier die nächste Geschichte. Leider ist die auch nicht interaktiv. Aber ich finde, es ist schon recht spektakulär, was der alles kann. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.